Hallo ihr Lieben, ich wollte mal ein kleines Update hier zu dem neu eingerichteten Becken geben und einmal das letzte Video noch mal aufgreifen. Und zwar habe ich da ja über Biotop-Aquarien geredet. Nicht wundern, die Schwebteile sind und da unten diese Stücke, weil ich dieses Becken eben sauber gemacht habe. Muss ich gleich noch mal ran. Und zwar habe ich ja das Wort Biotop-Aquarium mehrmals in den Mund genommen, und welche, die das geguckt haben, wahrscheinlich, die auch ein Biotop-Aquarium selbst gestaltet haben, haben wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil ich habe das falsche Wort verwendet. Ich habe das Wort vor dem Video einmal irgendwo gelesen und habe es wahrscheinlich im Unterbewusstsein genommen. Aber das Wort Biotop-Aquarium ist für andere Aquarien, und zwar für jene, die einen bestimmten Ort nachempfunden sind. Zum Beispiel Malawi ist ja ein ganz klassisches Aquarienlayout, was gerne umgesetzt wird mit Buntbarschen. Da tut man in dem Malawisee sozusagen sich anpassen. Man googelt nach Bildern, Videos, Texten, pflanzenkundemäßig sich durch und versucht, das Becken so detailgetreu wie möglich nachzubilden, dass es aussieht, als wäre es zum Beispiel im Malawisee entstanden. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall, denn ich habe meine Pflanzen hier in den ganzen Becken, ne, die immer funktionieren. Die Anubia funktioniert immer, die Rotala, naja, so lala. Diese habe ich jetzt neu entdeckt, fragt mich nicht nach dem Namen, die ich mal bekommen, wächst wie Olle, richtig cool. Auch eine Rotala-Art, Rotala Green, glaube ich, oder sowas. Und die gehen halt bei mir gut im Wasser und ohne CO2-Zugabe. So, das hat aber nichts mit Biotop-Aquarium zu tun. Wenn ich dann sage, ja, hier, ich wechsle mein Wasser nicht so oft, meine Becken sind alle eingefahren. Das hier ist ja gerade in der Einfahrphase noch, das ist ja noch nicht fertig. Jetzt sind die ersten Tiere reingekommen. Ich teste das auch für euch von dieser Firma. Zensiert. Ja, und das Ding ist ja, dass meine Aquarien hier irgendwie ähnlich eingerichtet sind. Sie sind für Kampffische im Speziellen, die ich hier halte, gemacht. Hier ist ein Garnelenbecken mit den roten Schönheiten und einer dicken Eiertante, oder? Sah das nur gerade so aus. Das heißt, ich habe hier Becken gelayoutet, auch hier bei den Simplex. Die Pflanzen gibt es nicht in der Vegetation, wo die Simplex leben. Deswegen ja, passt das Wort nicht so ganz. Jetzt geht's mal zu meinen Nählchen. Und deswegen möchte ich irgendwie mal euch fragen, was für ein Wort ihr denn dafür vorschlagt. Ich habe auch nach Naturaquarium gegoogelt. Das ist aber auch irgendwie wieder was anderes. Das ist so was, was ich mache. Aber das hat jetzt nicht die Definition, dass man da den Wasserwechsel rauszögert oder so. Wobei, dieses Wasserwechsel rauszögern, muss ich auch noch mal ganz deutlich betonen, das kann nicht jedes Becken. Also ich habe hier auch Becken in der Konstellation, die müssen häufig gewechselt werden. Da sind Tiere drin, die haben Flossenprobleme beispielsweise, das habe auch ich. Und die brauchen natürlich eine sehr hohe Wasserhygiene, und die erreiche ich nun mal nur durch einen Wasserwechsel. Das hat jetzt erstmal letztendlich nichts mit den Bakterien zu tun, sondern Bakterien im Boden und im Filter zu tun, sondern halt mit denen, was im Wasser dann rumfliegt, was die Pflanzen dann verbraucht haben und was halt ans Wasser abgegeben wird. Was gesunde Tiere nicht juckt, aber eben die mit Flossenproblemen, ne? Und da ist es halt auch wichtig, dass die einen regelmäßigen Wasserwechsel haben, am besten 50% pro Woche oder öfter. Bei Tieren, die anfällig sind, weil Medikamentengabe bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ich gebe es zwar auch, Bactopur und so ist mein Freund bei solchen Geschichten,
lest ihr ja auch öfters in den Forum, in der Kampffischgruppe, auf Facebook, dass wir das immer wieder erwähnen mit der Wasserhygiene. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich betonen. Nur weil ich da ein paar Becken habe, die ein bisschen länger stehen können, heißt das nicht, dass das bei euch auch funktioniert und auch nicht funktionieren muss. Gerade nicht bei anfälligen Fischen. Gerade Langflosser sind betroffen. Ich habe jetzt hier aber auch einige kurzflossige Kandidaten, die brauchen halt mehr Pflege. Und es hat auch zum Beispiel bei den Garnelen Fortpflanzungsgründe, dass man dann häufiger das Wasser wechselt, denn die pflanzen sich natürlich auch gerne fort, wenn frisches Wasser drin ist. Das ist wie die Regenzeit in manchen Ländern, da blüht das Leben auf. Und auch bei den Kampffischen gibt es das Phänomen, dass wenn man einen kräftigen Wasserwechsel macht, die Tiere dann halt Schaumnester vermehrt bauen und die Weibchen Laich ansetzen und so weiter. Das hat alles mit diesem Arterhaltungsding zu tun, der mit einer Regenzeit einhergeht. Sozusagen Frühlingsgefühle werden entwickelt, gerade in solchen Gebieten, wo die Tiere halt durch Regenzeiten geprägt wurden. Es sind zwar inzwischen Hochzuchten, aber irgendwas Wildes haben sie noch an sich, auch wenn der Lebensraum sich inzwischen an europäische Standards und westliche Standards angepasst hat. Aber trotzdem, im Grunde sind es ja immer noch Tiere, die aus solchen Gegenden kommen. Deswegen haben sie ja auch ihre Wasserwerte, die passen sollten, auch wenn sie tolerant sind. Genau, da ist auch das Gleiche mit dem Wasserwechsel. Ich wollte da jetzt nicht so groß was lostreten. Ich dachte eigentlich, dass das allen klar ist, aber mich erreichten danach sehr viele Nachrichten zu diesem Thema. Deswegen wollte ich jetzt ein ganzes Video machen, wo ich das nochmal so ein bisschen klarstelle. Denn nicht jeder, sage ich jetzt mal, schreibt mir oder guckt nochmal über den Tellerrand. Es ist individuell, wie gesagt. So. Okay, das war jetzt das Video dazu. Und ich werde mich jetzt einmal von euch verabschieden, sind schon wieder 7 Minuten. Und bedanke euch fürs freundliche Zusehen und gebt das Video sonst gerne denen weiter, die das andere auch gesehen haben, dass sie das auch erfahren, dass ich meinen Fehler nochmal ein bisschen korrigiert habe. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!